Berghoch aufsteigen ist schon scheiße. Aber du, wir könnten mal den Weg. Sind wir den Weg gefahren? Ja, das ist die alten Häuser. Da ist meine Kamera ausgeschrieben. Sonst haben wir genau hier gedreht. Wir sind auf den Weg und dann runter. Na gut. Hallo zu einem schönen verregneten Video aus Kroatien. Ich sag schon mal sorry für die Wassertropfen auf der Linse. Aber Didi fährt sonst nicht mit Kamera am Helm. Und ich habe es noch nicht gesagt, dass er ab und zu mal die Linse wegwischen muss. Also das Wasser von der Linse wischen muss. Ja gut, ist halt drauf, ist so. Ja, wir sind jetzt bei dem Wetter, haben wir nicht so große Touren gemacht. Sondern sind einfach nur mal in der Gegend da vom Zeltplatz rumgefahren. Weil man muss doch nicht wirklich... Regnet es jetzt leicht oder kommt gleich ein richtiger Schüttler runter? Es war schon nass. Der Weg hier, der geht runter an den Zamania. Und was auf der Kamera natürlich wieder überhaupt nicht rüberkommt, wie steil das mitunter da runter geht. Also ich würde sagen, von oben von der Straße bis runter direkt an den Fluss. Also das Minimum ein Höhenunterschied von 50 Meter. Ja, wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Eher 100. Also wie gesagt, es kommt auf der Kamera leider überhaupt nicht rüber. Aber es geht schon ordentlich runter. Wir sind die Strecke letztes Jahr auch schon mal gefahren. Und sind dann aber nicht bis ganz runter zum Fluss, weil da kommt dann gleich unten, ja, wie so eine Art, eine kleine Mauer. Die ist zwar zum Teil eingerissen. Na, was ist mit Patsch oben? Er kommt runtergerauscht. Und das natürlich mit Mopsgeschwindigkeit. Ja, warum komme ich da überhaupt so ein bisschen später an? Ganz einfach, alles wie immer. Ich musste pinkeln. Ja, wie gesagt, hier unten geht es jetzt dann bis zu dem Mäuerchen, wo wir letztes Jahr nicht drüber gefahren sind. Was wir jetzt dann aber gleich mal versuchen werden. Ihr seht gleich, ob es klappt oder nicht. So, das ist jetzt so ein Stück, wo es richtig runter geht. Was überhaupt nicht rüberkommt auf der Kamera. Und hier vorne, also jetzt geht es nochmal so ganz kurz ein Stück. Ja, bergauf nicht, aber halt so ein Stückchen. So, und nachdem Buckel jetzt hier, da geht es nochmal dann richtig nach unten. Und das sieht man leider auf der Kamera gar nicht. Ihr müsst es mal einfach glauben. Nee, es ist noch gar nicht das Stück. Aber hier geht es schon mal richtig runter. Und dann, nach dem nächsten Hügel, werde ich dann wahrscheinlich wieder sagen, ach nee, nochmal nach dem nächsten Hügel. Nee, aber jetzt nach dem Mäuerchen hier vorne müsste es eigentlich wirklich runtergehen. Und wie gesagt, da sind wir letztes Jahr dann wieder umgedreht. Weil wir hatten es nicht riskiert. Weil das sind schon ja, ziemlich größere Brocken, die da in der Gegend rumliegen. Und da meine Renne geht ja dann
nicht jetzt direkt tiefer gelegt ist, aber die hat hinten halt kürzere Federn drin, wo sie dann schon etwas straffer läuft. Naja, und dann fehlt auch ein bisschen die Bodenfreiheit bei mir. Ist das schon ja nicht ganz so einfach, über dann die wirklich großen Brocken da drüber zu fahren. Und jetzt geht es hier nochmal also richtig runter. Und das Stück, würde ich mal sagen, ist schon alleine ein Höhenunterschied von bestimmt 15, 20 Meter. Also hier geht es richtig runter. Also ich glaube, ich habe das Jahr davor, als wir wieder hochgefahren sind, dann sogar Allrad reingemacht, weil ich sonst durchdrehende Räder hatte. Also es ist schon steil. Natürlich, der Untergrund ist ja auch nicht wirklich fest. Es sind immer wieder diese schönen Brocken da dazwischen. Ja, muss man aufpassen, dass man sich nicht unbedingt den Reifen aufschlitzt. Weil die sind jetzt nicht unbedingt alle rund. Also da sind schon noch ein paar schöne scharfkantige dabei. Ja, aber jetzt halte ich mal kurz meine Klappe und lasse den Originalton. Wow. Erstmal nochmal spekulieren, voller Rund. Ja, mit ein bisschen Holter die Polter können wir hier durch. Ja. Was pfeift denn hier? Also mit ein bisschen Holter die Polter können wir hier durch. Jo, wo kommen wir da raus? Von am See, oder? Na ja, nur vorne hast du Mann. Ja, da können wir zur Not, können wir mal an der Seite da lang fahren. Gucken wir mal. Pfeift das so hier? Ist irgendwas pfeift, ne? Ja, ne? Bestimmt so eine Turbine oder was? Was auch immer das ist, irgendeine Firma oder was? Na, ich denke mal, das hängt auch mit Wasserkraft da irgendwas zusammen. Irgendeine Turbine. Irgendwas wird sein. Vielleicht hängt das mit dem Rohr oder was? Ich was hier? Da drüben am See raus. Das ist ja noch mal die, aber ja, richtig. Aber irgendwas oder keine Ahnung oder das, was die hier eingebuddelt haben, ne? Gasleitung oder das Gelbe hier mit den Hütchen überall. Diese ganze Trasse hier runter oder hier hoch vielmehr. Naja. Holter die Polter. Gucken hier irgendwelche Nägel, Schrauben. Nägel. Hier haben wir letztes Mal haben wir dann aufgehört. Wetter wird auch wieder besser oder ist schon wieder besser geworden. Mann, was wollen wir mehr? Ist ja wie strahlender Sonnenschein hier. Bin ja zufrieden hier mit dem ganzen. Boah, Berghochaufsteigen ist schon scheiße. Hä? Berghochaufsteigen ist schon scheiße.
Quatsch. Fahr mal ein bisschen. Ja, das ist ja ein bisschen blöd angestellt hier. Fährt er denn da, wo die Mauer ist? Nachdem ich mich dann über die Steine drüber gequält habe, sind wir dann unten noch ein Stückchen am Zamania da lang gefahren auf der Wiese und dann noch wieder zurück auf den Campingplatz. Weil das Wetter war halt jetzt dann doch nicht so toll. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder den Kanal abonnieren. Bleibt jeden freigestellt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Video geht noch ein Stück. Aber ich sag jetzt schon mal tschüss. Wahrscheinlich sowieso ändern. Naja, das wird Ende sein. Hä? Langen Kriegsgebiet. Ja.